music made by Gabor Szablicki, aka ROBAG WRUHME, can be compared to a painting with numerous layers. Atmospheric chord progressions and warm melodies create the basis for his unintrusive and thus somehow unusual rhythms. Now and then, playful sounds rustle in the foreground, thus lending organic texture to his production. For over 15 years, ROBAG has been making his very own tasteful mix of sounds, layering shades and tones and using fine brushstrokes as he paints his impeccable pictures within the landscape of electronic music. The producer, who calls Yina home, has with his most recent album, titled Thorough Vuk, come up with a piece of work that defies all the confines of categorization, and rightly so. Hallo, ich bin ein Exot. Man nennt mich auch Einzelgänger. Also es ist schon so, also ja, also das genau. Also eigentlich denke ich, dass ich für dieses ganze Musikbusiness nicht gemacht wurde. Aber dadurch, dass das Erfolg hatte, mit ein paar Sachen, die ich so gemacht habe, ich jetzt auch nicht die Notwendigkeit sehe, da wieder wegzugehen, obwohl ich mir das manchmal wünschen würde. Aber spätestens dann, wenn ich irgendwo auf der Welt im Club stehe und ich dran sein darf, das ist ganz wichtig, also dass ich dann halt eben auch dran bin, dann ist das wieder alles total schön. Also dann ist es warm, dann spiele ich die Musik, auf die ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe, habe natürlich noch immer so diese Angst und hoffe, dass der Funke überspringt, dass ich die Leute auf meine Seite bekomme. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich wahnsinnig glücklich und dann weiß ich auch, warum ich das mache und dann macht der Job auch wieder Sinn. Aber so, es gibt halt eben immer so ein Davor und dass ich bin insofern nicht einfach, als dass ich halt irgendwie alles auf die leichte Schulter nehme. Für mich ist jeder Gig wieder aufs Neue eine ganz große Herausforderung, weil ich halt eben ankomme und ich möchte, dass die Leute, wenn die gehen, halt eine schöne Nacht mit mir hatten. Musikalisch. Und das ist mir halt eben ganz wichtig. Ich gehe da halt eben immer noch so damit um, als ob ich halt ganz am Anfang stehe. Das ist auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite bin ich froh, dass das so ist, dass ich nicht dahin komme und sage, hey, pff, Club voll, geil, ich weiß ganz genau, wenn ich hier in 20 Minuten Bassdrum reindrehe, alles geil. Das, weil ich auch ganz genau weiß, dass wenn dieses Gefühl irgendwann nicht mehr da sein sollte, die Aufregung, dass es dann an der Zeit ist, den Job, den ich da mache, an den Nagel zu hängen. Weil da möchte ich nicht hinkommen. Und wenn ich da hinkomme, zu denken, ich habe alles im Griff und alles ist super, wenn ich da bin, dann möchte ich das nicht mehr machen, dann kann ich das nicht mehr machen. Das Musikmachen für mich persönlich steht immer noch an erster Stelle. Und dadurch, dass ich mit Musikmachen angefangen habe, also weniger der Prozess als DJ irgendwo in einem Club zu stehen, das war ja nicht das Erste, was da war, was jetzt mit der Musik zu tun hatte, sondern einfach zu experimentieren, mit zwei Freunden halt irgendwie nachts in einer Nacht- und Nebelaktion irgendwelche Baumaterialien von der Straße zu klauen, um damit halt unsere erste Band zu gründen, um dann damit halt irgendwelche Sounds zu machen. So fing das ja damals an und das ist auch geblieben. Also Musik machen ist für mich ganz wichtig. Also ich könnte das niemals zwischen Tür und Angel. Ich bin dann wirklich in einer anderen Welt, bin nicht ansprechbar und mag es auch nicht angesprochen zu werden. Also weil das ist eine Welt, die kann ich gar nicht erklären, weil wenn ich mir dann im Nachhinein die Lieder anhöre, ich dann manchmal gar nicht mehr weiß, wie ich da hingekommen bin, was ja ziemlich interessant ist, weil viele Dinge, die man ja selber macht, da kennt man jede Millisekunde im Ablauf eines Arrangements. Aber das ist, wenn man so richtig tief drin steckt und dann wieder rauskommt, dann aus so einer Höhle, dann weiß man manchmal gar nicht so richtig, was da drin eigentlich stattgefunden hat.
dann war es teilweise so, dass ich früh aufgestanden bin und auf einmal war Abend und ich habe noch nichts gegessen, nichts getrunken. Und das ist dann schon, also ich verlange von mir sehr viel. Und das muss man nicht unbedingt hören, aber so, was ich mit mir für Dialoge abhalte, das ist dann doch schon ganz heftig und wie sehr unzufrieden ich bin. Allerdings ist es dann so, wenn dann was fertig ist, dann gab es einen Moment, wo ich das ganz okay fand. Und dann ist es wichtig, loszulassen. Also weil man dann auch ganz schnell irgendwie was kaputt machen kann, was man eigentlich aufgebaut hat. Für mich jetzt persönlich haben sollte, ist, dass er nicht so ein aufgeblasenes Soundbonbon ist, also wo jede Sekunde nachvollziehbar ist und wo man schon mitzählen kann, wann halt eben der Break kommt und das ist alles druckvoll, das ist alles funktional, aber das ist jetzt nicht so die Musik, die mich kickt oder versuche, das irgendwie anders zu machen, dass ein Break halt eben nicht ein Break ist, so wie man den halt jedes Wochenende sich tausendfach in den Clubs dieser Welt hört, sondern dass ich mich vielleicht ein bisschen mehr anstrenge und den Break halt schon als Break halt dastehen lasse, aber das vielleicht anders reinkommen lasse. Das ist für mich ganz wichtig, dass es vom Arrangieren her nicht so berechenbar ist. Und stell auch immer wieder fest, dass es immer so eine kleine Lehrstunde auch sein kann, also dass es nicht immer so, dass der Funke nicht immer gleich überspringt, weil es eben nicht so nach Schema F funktioniert, aber dass man trotzdem das auch im besten Falle ganz hart feiern kann. Was ich so benutze an Geräten, also da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen eigen, das mache ich nicht so gerne. Als die Tora Book damals rausgekommen ist, da gab es halt natürlich ganz viele Interviewanfragen, unter anderem halt eben auch von diesen Magazinen, die halt sich ausschließlich mit den Geräteparks der Produzenten beschäftigen. Ich selber finde das nicht so gut. Nicht, weil man da jetzt irgendwie ein Geheimnis daraus machen möchte, aber es gibt halt eben, also sagen wir es mal so, ich bin nicht so sonderlich begeistert über das, was auf dem Softwaremarkt passiert. Also die Sache ist die, es fällt mir schwer nachzuvollziehen, was einige Softwarehersteller sich dabei denken, Programme rauszubringen, wo dann in irgendeiner Art und Weise derjenige, der das nutzt, halt irgendwie noch Kreativität freigeschaufelt werden soll, wenn es Programme gibt, die halt eigentlich schon alles machen. Ich bin ja auch der Meinung, dass man nicht so viele Geräte braucht. Wichtig ist erstmal, was man im Kopf hat oder dass man sich mit den Geräten so lange beschäftigt, dass man die fühlt und damit dann seine Kreativität ausleben kann. Und ich bin noch nie so ein Freund davon gewesen, mir so einen Gerätepark anzuschaffen und riesengroße 19-Zoll-Einheiten. Dann weiß ich noch nicht mal oder benutze vielleicht einen Preset-Sound davon. Ich bin mehr der Meinung, dadurch, dass sowas ja auch Geld kostet, genau zu überlegen, zu recherchieren, ob das zu einem passt, ob man die Klangfarben wirklich gut gebrauchen kann, ob man die Möglichkeit hat, diese Klangfarben sehr gut zu bearbeiten und sich dann damit auseinanderzusetzen und dann kreativ zu werden. Yeah.
stecken wir im Stau in Rudolstadt. Das ist die Stadt, in der ich vor ca. 28 Jahren auf die Welt gekommen bin und seitdem mein Unwesen treibe. Nicht mehr in der Stadt. Ich bin hier nur geboren und dann bin ich so rumgereicht worden in anderen Städten, bis ich dann irgendwann nach Jena gekommen bin. Ja, Stau, super. Nochmal? Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Nochmal? Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Tschüss, Gabor. Tschüss, Gabor. Thank you.